Hallo, ich bin Shisha Ramo und in diesem Tutorial erkläre ich euch alles zum strähnigen Look für Perücken. Der ist ja vor allem essentiell, um Manga- und Anime-Charaktere darstellen zu können. Dieses Video ist Teil einer Serie, die Wiggity Wig genannt wird. Ein Perückenguide, den ich extra für euch erstellt habe und der euch alles im Umgang mit künstlichen Haaren zeigen soll. Also schaut oben in die Infokarte rein, dort werden später alle Videos verlinkt werden, sodass ihr keins verpasst. Als Vorlage habe ich mir in diesem speziellen Fall Olivia Moores Eyezombie genommen. Zuallererst teile ich die Haare in ihr Grundstyling ein, oben habe ich die Haare nach hinten gekämmt und mit Haarspangen fixiert, weil ich jetzt noch nicht mit Haarspray arbeiten kann. Jetzt nehme ich mir einzelne Strähnen und eine Schere zur Hand. Von oben herab schneide ich immer durch das Haar, so kann ich das Haar kürzen und ausdünnen. Dabei arbeite ich mich Strähne für Strähne vor. Durch diese Technik werden die Enden fransiger und die Spitzen schräg abgeschnitten, was etwas Volumen in das Haar bringt. Das erzeugt einen strähnigen Look. Diese Methode kann beliebig oft wiederholt werden. Sollte euch das Ganze nicht fein genug sein, nehmt eine Effilierschere zur Hand. Hierbei beginnt ihr von der Mitte oder sogar von weiter oben an zu schneiden und zieht das Haar raus. Dies sorgt dafür, dass die Haare ausgedünnt werden. Ebenso könnt ihr damit feinere Enden und Spitzen modellieren. Weil Liv einen zweietagigen Stufenschnitt hat, teile ich die Haare natürlich entsprechend auf. Mit der schon erklärten Scherentechnik gehe ich grob durchs Haar, dadurch wird das Haar schön fransig und störrisch. Ebenso benutze ich die Technik, um die Haare auf die perfekte Länge anzupassen. Da die Enden immer etwas unsauber werden, könnt ihr sie einfach zwischen eure Finger kämmen und mit einer Schere nachkorrigieren. Hier könnt ihr sehen, wie die Scherentechnik wirkt. Wenn ich jetzt den Fingern durch die Haare gehe, stehen sie schon von alleine voluminös ab und haben einen fransigen Look. Nutzt auf alle Fälle Haarspray, um das Ganze zu fixieren. Ich drapiere es mit den Fingern hier noch etwas nach, um die Strähnen noch intensiver wirken zu lassen. Jetzt kommt ein Heißluftföhn zum Einsatz. Ja, ein Heißluftföhn. Achtet auf jeden Fall darauf, euch nicht zu verbrennen. Ihr solltet das Ganze auf jeden Fall vorher in einer Strähne testen. Wie ihr sehen könnt, ziehen sich die synthetischen Fasern durch die Hitze des Heißluftföhns zusammen. Dadurch entsteht eine kriselige und wellige Haarstruktur, die sehr viel mehr Volumen aufweist als zuvor. Hier mache ich es nochmal in einer Strähne vor. Wenn ihr das auf mittlerer Stufe mit einem gewissen Abstand macht, werden die Haare schön fransig und voluminös. Wenn ihr das Ganze jedoch übertreibt, indem ihr zu nah rangeht oder die Hitze zu weit hochdreht, beginnen die Haare einfach zu schmelzen. Also übt die Methode schön, bevor ihr sie anwendet. Hier trenne ich eine Strähne der zweiten Etage ab, um sie schon auf die richtige Länge zu kürzen, die sie später haben soll. Dabei benutze ich die schon erwähnte Scherentechnik. Wenn ich mit der Ausarbeitung der ersten Strähne fertig bin, dann schiebe ich ein Tuch dazwischen. Das mache ich darum, damit sich die zwei Etagen nicht miteinander vermischen. Die erste ausgearbeitete Strähne gibt mir hierbei eine Hilfestellung, wie lange ich den Rest der Haare kürzen muss. Ich kann mich somit daran orientieren. Ich arbeite mich also hier auch wieder Stück für Stück vor. Jetzt kommt ein weiterer Trick. Ich nehme mir hierbei eine Sprühflasche mit Wasser und besprühe die Haare damit. Wenn ich jetzt mit den Fingern durchgehe oder durchkämme, fallen die Haare in ganz viele einzelne feine Strähnen. Diese kann ich natürlich entsprechend mit Haarspray wieder fixieren. Mit einem Föhn sorge ich zwischendrin immer dafür, dass das Ganze schneller trocknet und ich entsprechend schneller weiterarbeiten kann. Wie ihr jetzt auf der Vorlage sehen könnt, habe ich die zwei Etagen gut ausgearbeitet und kann mich somit den Seiten widmen. Wenn ihr gröbere Strähnen ausarbeiten wollt, dann benutzt am besten Schaumfestiger. Sprüht ihn zwischen eure Hände und zieht ihn durch die gesamte Länge des Haares. Drapiert das Ganze mit den Fingern nach und föhnt es dann, damit es schneller trocknet. Und natürlich das Haarspray auch hier wieder nicht vergessen. Manchmal föhne ich auch gerne von unten, weil es das Haar mehr aufbauscht und leichte Wellen verursacht. Jetzt passe ich die seitliche Strähne, die länger ist als das Resthaar, noch auf den Rest der Frisur an. Um das zu schaffen, nutze ich natürlich alle meine Techniken, die ich euch soeben verraten habe. So, jetzt kommen wir zur Übersicht. Also, was habt ihr hier gelernt? Ihr könnt einen Heißluftföhn benutzen. Dieser erzeugt voluminöses und kriseliges Haar.
Achtet jedoch darauf, das Ganze nicht zu verbrennen und übt das Feuer auf jeden Fall. Dann gibt es die normale Scherentechnik. Das ist meine persönliche Lieblingstechnik. Schneidet immer von oben nach unten hinweg in einem schrägen Winkel. Dadurch könnt ihr schöne, fransige Looks erzeugen. Dann gibt es noch die Epilierschere. Damit könnt ihr das Haar ausdünnen und feine, fransige Looks erzeugen. Dann hätten wir noch das Fläschchen Wasser. Damit könnt ihr sehr, sehr feine Strähnen erzeugen. Wenn ihr den ganzen Vorab noch etwas Salz hinzufügt, dann hält das Ganze nach dem Trocknen länger. Ihr dürft natürlich auf jeden Fall niemals das Haarspray vergessen. Das ist ein elementarer Baustein des Ganzen. Und zu guter Letzt kommt der Schaumfestiger. Der ist vor allen Dingen dafür gedacht, wenn ihr gröbere Strähnen ausarbeiten wollt. So, das waren meine 5 Techniken. Ich hoffe sehr, sie haben euch geholfen. Ihr müsst natürlich nicht alle 5 Techniken immer anwenden. Achtet einfach bei eurem Projekt darauf, was ihr am besten benötigen könnt. Und übt es vor allen Dingen vorher. Ich werde auf jeden Fall noch ein Tutorial zu kleinen Stacheln, zu großen Stacheln machen und werde sie oben in der Infokarte hier verlinken. Ich hoffe also, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Channel. Cheerio!